Sell in May and go away. Langweilig, hat natürlich jeder Trader schon mal gehört, der sich etwas mit dem Aktienmarkt beschäftigt hat. Aber ist das einfach nur ein Spruch oder steckt doch etwas dahinter? Hallo liebe Trader, willkommen bei den Börsenstrategen. Sell in May and go away gehört sicherlich zu den bekannteren Börsenweisheiten und ja, die Finanzpresse, die greift diese Weisheiten regelmäßig gerne wieder auf. Angefangen im Sommer, da wird über die Sommerflaute geschrieben. Im Herbst, da ist es dann die Jahresendrallye, die ja bald kommt. Ja, und spätestens im Frühjahr, da kann man eigentlich die Uhr nachstellen. Da heißt es dann eben Sell in May and go away, denn ja, die Sommerflaute deutet sich ja eben auch schon wieder an. Was hat es jetzt genau mit Sell in May and go away auf sich? Wo kommt das Ganze überhaupt her und wie können wir das überhaupt für unser Trading nutzen? Bei Sell in May and Go Away handelt es sich um eine sogenannte Saisonalität und zwar wurde hier eben untersucht, dass es doch gewisse Auffälligkeiten gibt in den Kursbewegungen. Vollständig heißt der Spruch hier Sell in May and Go Away und damit wird eben ausgesagt, die Börsen, die steigen zu Jahresbeginn, das hat man eben beobachtet, erreichen dann ein Hoch im Mai und ja, dann folgen eben ein paar schwache Sommermonate und der Spruch geht ja noch weiter, also Sell in May and Go Away, verkaufe im Mai und weg mit dir. But always remember, come back in September. Also immer dran denken, nicht vergessen, im September zurückkommen. Denn auch das lässt sich eben beobachten. Im Herbst steigen die Kurse wieder. Die starken Monate bis April, die sollen also mitgenommen werden. Und genau das ist auch die Grundlage folgender Untersuchungen hier von Seasonax. Und die haben sich hier angeschaut, wie hat es denn ausgesehen hier in einem Zeitraum von ja, 60 Jahren, also von 1960 bis Ende der 2010er Jahre bis 2020. Wenn ich in den Monaten November bis April investiert gewesen wäre, dann hätte sich hier folgende Wertentwicklung ergeben. Dagegen ein Investment nur in den Monaten Mai bis Oktober, das sah hier vergleichsweise schwach aus. Und das sind jetzt zwei wichtige Punkte, die wir beachten dürfen. Erstens haben wir hier einen klaren Zeitraum und diese Untersuchung bezieht sich auf den Dow Jones. Also das sind die 30 Dow Jones Aktien von 1960 bis 2020. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn die Grundlage dieses Spruches, dieser Börsenweisheit, die basiert eben auf einer Untersuchung im Dow Jones in den Jahrzehnten ab 1950, von 1950 bis 1990. Und wie man hier eben gerade gesehen hat in der Untersuchung von Seasonax, galt das also im Dow Jones auch noch über den 60-Jahres-Zeitraum von 1960 bis 2020. Ein ganz wichtiger Punkt, denn wenn wir hier von Saisonalitäten sprechen, was gibt es denn noch für Saisonalitäten, die wir alle kennen aus dem Alltag? Ja, natürlich das Wetter. Da sind die Saisonalitäten eben die Jahreszeiten. Und natürlich wissen wir, dass es im Winter normalerweise in Mitteleuropa kälter ist als im Sommer. Dass es in einigen Monaten eher zu Niederschlägen kommt als in anderen Monaten. Aber das ist eben ein langjähriges statistisches Mittel. Und das kennen wir eben auch aus eigener leidvoller Erfahrung. Natürlich haben wir wahrscheinlich eher im Dezember die Chance auf Schnee als im Juli. Das bedeutet aber nicht, dass wir es nicht doch im Juli auch mit einigen verregneten Wochenenden zu tun haben, an denen wir eher den Pullover brauchen und eben keine Grillparty feiern können, während es Wochenenden gibt, auch im Dezember, an denen wir bei 20 Grad angenehm in der Sonne auf dem Balkon sitzen können. Es handelt sich ja also um langfristige statistische Durchschnittswerte mit Ausreißern in einzelnen Jahren nach oben und nach unten. Ja, also für das Einzeljahr hat diese Saisonalität allein keine Aussage, sondern nur als langfristiges statistisches Mittel. Und einen ganz wichtigen anderen Punkt müssen wir natürlich auch beachten. Wenn wir hier über das Wetter sprechen oder die Jahreszeiten, dann hatte ich hier jetzt gerade die Situation in Mitteleuropa beschrieben. Das sieht natürlich in anderen Gegenden der Welt komplett anders aus. Denken wir einmal an die Jahreszeiten in Australien, die genau umgekehrt sind, oder an Regionen in den Tropen, die über komplett anders gestrickte Jahreszeiten verfügen. Und so müssen wir eben auch jetzt am Aktienmarkt uns angucken, in welchem Markt bewegen wir uns. Bleiben wir zunächst im Dow Jones und da sehen wir jetzt hier eine Untersuchung über einen Zeitraum von 30 Jahren und zwar ist das hier Mitte der 80er Jahre bis 2016 und man sieht hier schon, dass die
Saisonalität, die sich hier vorher gezeigt hatte, hier doch etwas anders aussieht. Wenn wir hier im Mai verkaufen würden und im September dran denken, eben zurückzukehren, dann sehen wir, ja, das würde uns hier eigentlich nichts bringen. Also über diesen Zeitraum, ja, da gab es hier so einen kleinen Einbruch, aber wir wären auch schon höher gewesen. Ja, also da hätte man mit dieser Saisonalität, mit diesem Spruch Sell in May and go away and come back in September nicht gewonnen. Dagegen wäre hier eher der optimale Ausstiegszeitpunkt Ende Juli gewesen, um dann Ende Oktober zurückzukehren. Ja, und wie man hier schon sieht, ein abweichender Zeitraum bringt abweichende Ergebnisse. In diesem Beispiel haben wir hier einen Zeitraum von 91 Jahren. Also hier geht es wirklich um einen Zeitraum von bis zu 2021, begonnen also in den 1930er Jahren. Und wir gucken uns jetzt mal hier die orangene Linie an. Das ist also der Durchschnitt aus diesen 90 Jahren, auch wieder im Dow Jones. Und hier ist auffällig, dass der Bereich, die Monate von Mai bis September eher dadurch gekennzeichnet sind, dass wir hier ansteigen. Also der Zeitraum spielt hier durchaus eine Rolle. Und weiter geht's, wenn wir uns in anderen Indizes die Sache einmal angucken. Und wir haben hier auf der linken Seite den S&P 500 über einen Zeitraum von 30 Jahren, auch hier untersucht von Sisonax, und den deutschen Index, den DAX. Und was hier auffällt ist, ja, im S&P 500 zeigt sich da eine verwandte Saisonalität, wie das auch beim Dow Jones war. Und zwar wäre hier der Ausstieg auch Ende Juli und der Wiedereinstieg Ende Oktober optimal gewesen. Und im DAX, ja, da sieht das ähnlich aus, sogar noch viel heftiger. Der Rückgang ist hier noch deutlich heftiger, allerdings zeitlich auch etwas verschoben. Also Mitte Juli wäre hier der Ausstieg der optimale gewesen im langjährigen Durchschnitt über diese 30 Jahre und der Wiedereinstieg dann Ende September, Anfang Oktober. Und wie unterschiedlich das sein kann, nicht nur pro Index, sondern eben auch pro Zeiteinheit, sieht man dann hier, wenn wir uns hier die Daten von Equity Clock anschauen im S&P 500 über den aktuellen Zeitraum, also jetzt die letzten 20 Jahre, da sieht das Ganze wieder anders aus. Wenn wir uns jetzt das anschauen, dann spricht das nämlich nicht für ein starkes erstes Börsenquartal, sondern eher dafür, naja, Januar, Februar bis ja so Mitte März, das ist doch der Zeitraum, den man eher meiden sollte. Und ab dann gehen doch erst die Kurse hoch. Ja, hier nicht so richtig, aber hier die Monate zwischen Mai und September auszulassen, wäre doch hier definitiv ein Fehler gewesen. Ja? Und ähnlich sieht es aus im Russell 2000. Auch hier sieht man, dass die ersten beiden Börsenmonate eher eine Schwächephase darstellen. Hier mag der Mai bis Oktober noch auffällig sein, dass sich hier nicht viel tut. Aber auch hier hat man eben Phasen, in denen man eigentlich doch gerne investiert wäre. Und am auffälligsten abweicht hier der Nasdaq 100. Weicht ab, heißt es natürlich korrekt in Deutsch. Und wie man hier sieht, auch da die ersten beiden Börsenmonate, das sind mitunter die schwächsten. Und eigentlich sollte man dann hier im März einsteigen und bis zum Jahresende investiert bleiben, denn hier gibt es überhaupt keinerlei auffällige Saisonalität in den letzten 20 Jahren, dass hier irgendwann im Zeitraum des Sommers, also von Mai bis September, die Kurse runtergehen. Ein extrem wichtiger Ratschlag, der dich vor teuren Fehlern bewahren kann, und das ist ein Ratschlag, den wir auch jedem unserer Schüler in unseren Ausbildungsprogrammen mit auf den Weg geben. Dieser Ratschlag ist: nicht alles glauben, auch nicht das, was wir erzählen, sondern hinterfragt alles und versucht das für euch selber rauszufinden. Und wie wir hier gesehen haben, an dieser Börsenweisheit, die sich schon in den Köpfen so eingebrannt hat, Sell in May and go away, ja, die Börsenmonate im Sommer sind ja schwach. Ja, da steckt natürlich ein wahrer Kern, allerdings eben über einen gewissen Zeitraum im Dow Jones. Wenn wir uns hier in anderen Indizes bewegen und auch gerade die aktuelleren Zeiträume angucken. Und ja, das Börsenumfeld kann sich eben doch verändern. Und wie man sieht, in den letzten 20 Jahren zeigen sich hier eben ganz andere Auffälligkeiten. Und darum ist es eben durchaus sinnvoll, auch diese alten vermeintlichen Börsenweisheiten regelmäßig auf ihren Wahrheitsgehalt und auf ihre Aktualität zu überprüfen und nicht einfach als gegeben hinzunehmen. Wenn dir also die Aussage begegnet, das weiß doch jeder oder das ist doch altbekannt, genau deswegen solltest du dann hier gerade ins Detail gucken. Also dranbleiben, dich schlau halten, genauso auch wie bei uns auf dem Kanal. Bis zum nächsten Mal, deine Börsenstrategen.